Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dark and Light. So, und wir sind gut drauf. Wir erledigen weiter so ein bisschen unsere Aufgaben, gucken, dass wir so ein bisschen ins Level höher kommen. Und dann wird es endlich Zeit, dass wir unsere erste Butzelbude bauen. Seit einigen Folgen sind ja schon die Fundamente gesetzt. Und wir sind wieder voll und wir benutzen wieder die Nummer 8 mit unserem Beschleunigungszauber. So, dann sollen wir noch Blumen sammeln. Lieber in die andere Richtung. Die 5 ist unsere Sichel. Die Schafe, die sind wahrscheinlich noch nicht wieder zurück. Ich nehme mal lieber das Schwert für die Blumen. Jetzt finde ich hier keine Blumen. Das gibt's doch wohl nicht. Dann doch noch mal die Sichel nehmen. Okay, damit finden wir Saatgüter. Und wenn ich mit Hand pflücke, den Blumen gewesen. Na gut, dann machen wir euch platt. So, fehlen immer noch ein paar Blumen. Alles? Ja. Gut. Nochmal die Sichel. Aber keine Blumen mit der Sichel. So, jetzt brauchen wir immer noch 3 Blumen. Ah, da sind wieder welche. Ui, wieder was bekommen. Sammel seltenes Holz,
Rankensamen. Nee, Rankensammlung. Rankensammlung, seltenes Holz. Da wird es Zeit für eine Eisenaxt. Putte macht. So. Wie spät ist es denn? 15.25 Uhr. Dann wird es noch nicht dunkel. Aber ich glaube, die Viecher werden immer größer mit jedem Levelaufstieg da hinten. Dödelt doch so einiges rum. Gehen wir erstmal zur Brücke, zur Wache. Weil hier mitten in der Gegend werde ich nur wieder angegriffen von irgendwas Seltsamem, wenn ich hier länger als 2 Minuten rumstehe. So. Ja, ob das jetzt der richtige Weg ist, weiß ich auch nicht. Aber ich level mich jetzt erstmal so ein bisschen. Eine neue Wache gibt es hier noch nicht. So, wir wollen mal gucken. Und zwar die Questen, Aufgaben. Da haben wir immer noch Töte den Aufseher. Hier müssen wir einen Mörser wahrscheinlich für haben. The Satyrs have lived in the forest for generations. Nehmen wir trotzdem with excellent an. Leaping ability and great mobility. They are strong hunters. Prove your worth, and Pan may bestow upon you the secrets of their ways. Each foundation and wall you lay counts towards building your stronghold. Even a base built from the simplest materials could help to keep you safe from the wilderness. Mitglied des Hauses. Remember that you are but a lone champion, whereas your enemies are legion. Your odds on your own will simply not be in your favor. But do not be discouraged. Halt, reckless adventurer. You are about to step into the territory of Arcadia. Und wie kriege ich raus, wo das Vieh ist? Wir werden jetzt gleich erstmal etwas trinken. Wir gehen mal da zum Bach. Können auch mal zwischendurch. Was ist das denn? Zweimal. Teleporte dich zum Satyrlager in Arcadia. Haha, das machen wir aber in Ruhe.
Blätterwappenmünzen. Mhm. Blumen habe ich sehr wenig gekriegt. Ich weiß nicht, warum jetzt mittlerweile. Muss ich noch mal beobachten. Und das wird hier immer voller. Rune der Dunkelsicht. Da kommt doch Spaß auf uns zu. Rune der Dunkelsicht. Ich hätte mal lieber gerne eine Rune des Durchblicks. Ui, schuppdiwupp. Eigentlich müssen wir unseren Bauplatz da zurückerobern. Das heißt zurückerobern. Ich weiß ja nicht, ob der da dödelt, der noch rumdödelt. Jede Menge Saatgut. Aber mit der Sichel scheinen wir keine Blumen mehr zu farmen. Und die Blumen sind fürs Gehirn gut, also fürs Fokus. Schwert kriegen wir wenigstens Blumen. Gut. Ja, also um Blumen zu kriegen, müssen wir dann halt. Halt. Guten Tag. Gehen wir schön weiter. Will den nicht aus Versehen eine verplätten. Und wir kommen erst richtig weiter, wenn wir eine Bude haben. Ganz eindeutig. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es einen sicheren Bauplatz gibt. Wo kam denn jetzt der Truthahn her? Den habe ich ja vorher noch nie gesehen. So. Jo, wir essen erstmal alle Blumen auf. Alle weg. So. Gut. So. Jetzt gucken wir nochmal nach den Waffen. Ein Bogen ist da immer noch nicht bei. Was ist das? Satyr-Axt. Da brauchen wir eine Steinaxt. Und dann etwas Kupfererz. Aber Kupfererz haben wir noch nicht genug. Gut.
Saatgüter, die können wir doch hinterher in die Kiste tun. Ersatzkleidung können wir in die Kiste tun. Da fehlt das ganze Erz für. Was ist das? Kupferbarren und Eisenbarren. Ja, das brauchen wir doch gar nicht versuchen. So. Ja, es nützt nichts, Manni. Du musst doch mal ein paar Sachen verkaufen. Schwert weg und dann müssen wir zum Bauplatz. Wir müssen dahin, es nützt nichts. Am besten, wenn es hell wird, aber... Ach, jetzt ist der Zauber wieder abgelaufen. Acht. Gehen wir alle Händler mal ab, der Reihe nach. Einfach hinten hinterher, dann sehen wir es besser. Hallo. Ja. So, was würdest du uns denn abkaufen? Nichts. Weil wir nichts für dich haben, gut. Come here! So, mein Freund. Mit dem sind wir schon durch. Da müssen wir bis am nächsten Tag warten. Hi. Hi. Aber Holz kauft er uns ab. Sale. Gut. Hat er ein Eisenschwert für uns? Alright. Steinschwert. Und Wurfmesser. Wurfmesser habe ich selber, mein Freund. Schlachtermesser noch, dass ich noch mehr Zeug rauskriege. Hey. Ja, kann ich nicht anquatschen. Ach. Shall we have a drink, friend? Pilze. Hi. Oh, verdorbenes Fleisch kauft er uns ab. Gut. Brauchen wir vielleicht, ich weiß nicht, für irgendwelche Monster. What can I do for you? Keine Ahnung. Mehr kauft er uns nicht ab. Müssen wir wieder aufpassen, jetzt wird es gefährlich. Kann sein, dass da... Ich bin durch, ne? Ja, bin durch. Hi. Wenn die Viecher kommen. Kann ich denn hier irgendwas jetzt erreichen schon? Nein. Kann ich am Schmelzofen irgendwas machen? Aha. Kann ich denn da was herstellen? Was brauchen wir? Das ist Kupfer. Sieht so grün aus. Ist das denn Kupfer? Das ist Kupfererz. Aber da haben wir nur eins von da. Challenge yourself to improve your skills. Wie viel brauchen wir? Ja, 2 für einen Barren. Das geht eigentlich, wenn man es genug hat. Gut, okay. Kupfererz. Wissen wir noch nicht, aber da sind wir schon mal einen Schritt weiter. Dann können wir da schon mal machen. Was ist das? Ackerblumensamen.
Kürbissamen, also Pumpkin, Strauchsämlinge, Every success begins with failure. Schneelotussamen, Weizensamen, Karottseeds, also Möhren oder Karotten vielmehr, wenn ihr so wollt. Donnergrassamen, aha. Challenge yourself to improve your skills. Das muss in Mörser. Davon haben wir viel zu wenig. Steine haben wir jetzt etwas. So. Wir wollen aber mal einen Flammenzauber da reinpacken. So, und wir bauen uns jetzt auch noch, wenn es möglich ist, einen Flammenzauber. Hi. Kupfer, ja, schön gut. Wir haben aber nur einen. Rüstung. Warum das bei Rüstung bei ist, weiß ich auch nicht. Aber da bauen wir uns. Was fehlt denn? Ach, da fehlen uns magische Splitter. Ich wollte noch einen Ersatzzauber, einen Ersatzflammenzauber bauen. Aber dann besorgen wir uns halt noch ein paar magische Splitter erst. So. Success begins with failure. Keine neue Wache da. Gucken, was da so los ist. Können wir den Baum mal zerlegen? Kriegen wir ein paar magische später. Den Felsen hier, den trauen wir uns auch mal. Immer einen Zauber in Ersatz haben, weil der Flammenzauber, der gefällt mir ganz gut. Gleich landet wieder so ein Meteoroid hier. Leute, ich habe nichts gesoffen, ich rede immer so. So. Ich stelle mich nicht dahin, wo die Wache normalerweise steht. Auf die wird zuerst geschossen. Gut. Bei Rüstung müssen wir komischerweise gucken. Und dann stellen wir uns den einmal als Ersatz her. Ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt hier im Dunkeln losgehe, da ist auch irgendwas Schwebendes da unten, was Blaues, Laufendes, eine Elfe oder irgendwas, keine Ahnung. What's? In 23.55 Uhr ist es, jetzt warten wir mal ab bis Mitternacht, ob dann irgendwas Seltsames kommt. Wir wechseln aber vorher den Zauber. Bin mal gespannt, ob der dann automatisch wechselt, wenn der leer ist. Ich will es nicht wissen, was da unten ist.
Vielleicht muss man auch gar nicht schlafen, sondern nur zusehen, dass das Gehirn gefüllt ist, also der Fokus davon, dem Gehirn gefüllt ist. Das heißt also, dafür brauchen wir immer diese pinken Blumen. Aha, wusste es, da kommt was. 0 Uhr 31. Komm mal hier in die Nähe. Schon wieder weg. Ranlocken und dann können die Wachen den erledigen. Was immer das auch ist. Ich mach mal die Funzel an. Null. Schön. Haben doch jetzt auch eine bessere Rüstung eigentlich. Das ist ein Skelett. Jo. Nachher ist das Kupfer für mich. Nee, aber das Schwert hat er mir wieder kaputt gemacht. Reparieren. Zurück. Eins. Oh, ist das eine Steinspitzhacke, Knochen, magische Splitter und Licht? Das ist gut. So, und jetzt gehen wir mal hier gucken. Level 15 sein. Schade. Uhr 48. Kommen denn davon mehr? Wir versuchen mal zur Brücke durchzukommen. Level 15 muss ich da sein. Dann sind wir doch schon fast Level 11. Ja, der Kumpel, der muss da natürlich wieder rumstromern. Aber vielleicht ist es diesmal nicht so ein hochleveliger. Meine ganzen Foundations sind weg oder hat er das stehen lassen? Alle weg, ha? Level 76. Nie und nimmer schaffe ich den. Aber meine ganzen Foundations sind weg. Scheiße, nicht herstellbar. Fell fehlt mir.
Wollte der mich jetzt angreifen oder ist er dann da nur so rumgedödelt? Da ist jetzt ein Tode gestürzt. Ach so, ja, das habe ich jetzt erwartet. Scheiße. Tja, müssen wir wieder was wegschmeißen. So ein hartes Wort für so eine weiche Masse. Tut mir leid. Drop. Nee, doch, die Foundations stehen noch. Die stehen noch. Was ist das? Ach du Scheiße, nee. Hallo? Bleib bloß da hinten. Ich will jetzt noch ein paar Punkte machen. Wenn ich das 4 behalten wir. Und dann gehen wir dahin. Dann bauen wir Wände. Ja, klar. Ach Mann, wo kam der Sauknochen denn jetzt her? Ja, hast du mir jetzt alles geklaut? Hallo. Der war doch nur Level 12. Und was ist jetzt? Alter, hallo. Hallo? Der hat mir jetzt alles geklaut, oder? Hallo? Ha, alles nehmen. Ja, jetzt bin ich natürlich wieder überfüllt. Nackig. Also die klauen ein alles. Nummer.
Du machst mir doch nichts kaputt. Ist das wieder für ein Vieh? So, wir haben eine Spitzhacke. Das müssen wir aber anders machen, mein Freund. Mit Alt wechseln. Auch da ist ja sowieso wieder alles drin, so wie ich es hatte. Da haben wir etwas Süßigkeiten gekriegt von dem Vieh. Nummer 8. Nee, machen wir es anders. Eine Tür setzen wir rein. Alt. Dann die Nummer 5. Tree-End. Das scheint harmlos zu sein. Ah, jetzt hier. Oh, das ist aber eine enge Bude. Das sieht aber kacke aus. Nee, das muss höher. Das muss höher. Alt wechseln. So, entschuldigt, ich musste mich gerade etwas konzentrieren. Mit der Axt wegbauen wahrscheinlich, ne? Ach so, zerstören. Nee. Zerstören. Ah ja, gut. Dann müssen wir das höher bauen. Grüß dich. Ich glaube, der ist harmlos. Sonst hätte er schon längst angegriffen. Nummer 8. Die will ich nicht drehen, einfach schön dahinsetzen. Dankeschön. Was ist das denn? Verbrauchsobjekt, sieht aus wie ein mechanisches Teil. Speer mit Steinspitze benutze ich im Moment nicht, tue ich mal rein. Oder einen können wir ja mal behalten. Die Blaupause von den Sattel. Die Kleidung, die Ersatzkleidung packe ich da rein. So, und dann
Das behalte ich alles. Holz habe ich jetzt natürlich weggeschmissen vorhin, aber wir müssen Wände bauen. So, ich soll ja auch noch ein Feuer machen, ein Feuer setzen, aber nicht hier eine Tür. Machen wir ein bisschen in die Ecke. Ach, ich freue mich, wir sind etwas weiter gekommen. Wo ist das Feuer? Stroh haben wir genug. Die Ersatzkleidung könnten wir eigentlich auch, diese kaputte Kleidung. Ne, das ist ja... Können wir das bauen? Ne, können wir sowieso nicht bauen. Aber die kaputte Kleidung können wir entweder wegschmeißen. Was? Die droppen wir. Ich habe ja Sachen. Das frisst alles nur Brot unnötig. So, und jetzt wollte ich das Feuer haben. Das Campfeuer. Den Mörser müssen wir aufbauen. Das war unsere Aufgabe noch. Setzen wir auch mal eben kurz auf 8. Ein. Und dann brauchen wir das Lagerfeuer. Aber wieso konnte ich den vorhin mit Feuer nicht töten? Oder habe ich den nicht richtig getroffen? Da müssen wir Haus. Was war eben? Ach, Stein fehlt. Wir hatten doch ein Lagerfeuer. Was habe ich denn damit gemacht? Habe ich das nicht wiedergefunden? Da ist doch den Goblin drin. Keine Ahnung. Dann 8. Den Mörser mal ganz kurz da irgendwo hinstellen. So, mein Freund. Gut. Noch mal eben was gucken. Haus. Wie viel können wir denn davon bauen? Erstmal nur ein. Was fehlt uns dafür? Holz. Stroh haben wir genug. Bänder haben wir auch noch ein paar. Ja, ehrlich gesagt, ich kann im Moment mein Glück kaum fassen. Ich bin echt... Bänder, sollten wir auch noch ein paar. Bin froh. Hauptsache... Was ist das, ein Wildschwein? Ja, die greifen einen auch an. Da werden wir uns später drum kümmern. Hauptsache greift uns jetzt nicht an.
Kupfererz ist gut. Ja, ein paar Blumen brauchen wir. Dann machen wir lieber ein schönes Mischmasch mit dem Schwert. Da kriegen wir alles Mögliche. Dieser blöde Goblin. Da wusste ich aber ehrlich gesagt auch nicht, wie mir geschah. Ich wusste jetzt wirklich nicht, ob ich den nicht getroffen habe mit dem Flammenstab. Keine Ahnung. Weil mit der Faust umhauen konnte ich mir ja ganz gut. Oder ich habe mich selber mit dem Flammenstab umgebracht. Das gibt es natürlich auch. Oh, guck mal. Ach, auf einmal geht's. Bogenkräften ein. Wendekräften. So machen wir das mal. Das. Ein Bogen haben wir und alles Mögliche jetzt. Wenn es läuft, dann läuft es. Aber ich baue das von innen nach. Ich habe Angst. Hier kommt schon wieder. Was ist das? Ein Wildschwein? Ja. Rein da. So. In der Zeit können wir auch schnell nochmal ein Feuer kräften. Wieder zu wenig Stein. Sorry. Gut, Wände. Mit Alt die Leiste wechseln. Dann gehen wir mit auf die 2. Mit einer Wand, da kriegst du ja Platzangst. Ah, habe ich keine mehr. Ach, dann brauche ich immer nur zu drücken. 2. Dann wird eins hergestellt. Solange noch genug Material ist. Da halt, ne? Da fehlt mir jetzt Material. Gut. Nee, doch nicht. 2. So. Machen wir jetzt erstmal ein einfaches Dach. Das wäre auf Nummer 3. So. Jetzt sehe ich natürlich nichts mehr da draußen. Dann sollten wir mal eben gucken. Ob ich das schon kann. Schwefel. Ist das Schwefelpulver? Ja, machen wir mal.
Nee, machen wir noch nicht. Wisst ihr warum? Weil wenn wir jetzt gleich eine Aufgabe kriegen, dann haben wir das schon wieder fertig und wir haben wieder kein Material da. So, was packe ich denn hier noch rein? Ehrlich gesagt, mit den Raketen weiß ich nicht, was das ist. Ob der ein Viecher mit verjagen kann oder was, das muss ich mal gucken. Festival Fireworks. Ja, das Raketen. Okay, schön und gut, aber weiß ich nichts mit anzufangen im Moment. Stein brauchen wir, Holz brauchen wir. Bogen rüsten wir aus. Ach so, wir können auch erstmal Gewicht. Dann auf jeden Fall. Gesundheit oder Mana. Attacke. Ja, wir ein bisschen Schaden noch machen. So. Haus. Gibt es denn überhaupt? Ne, das muss ich anders machen. Sorry. So. Ne, das ist Mehl, ne? Das ist Mehl. Was brauchen wir dafür? Ja, das könnten wir machen. Und das ist Stein. Ach, das Stein wird dann zermahlen zu Pulver und dann können wir Flaschen und sowas herstellen. Alles klar. So. Hat einer geklopft? Ne, das war selber. Was haben wir für Tageszeit? 14.02 Uhr. Die Leiste wechseln. I. Und den Bogen rein. Merkt man, dass ich mich freue? Das ist immer so bei mir. Das ist also ein bisschen was geschafft wieder. Ein bisschen was gezeigt. Wo setzen wir denn hin? Wir brauchen Holz. Setzen wir den mal auf 5. Und dann essen wir auf 6 auch mal eben was. Ein bisschen. Wie viel von den Blumen haben wir denn? Blumen. Haben wir gar nichts mehr. Wir müssen. Blöde Goblin, der Blöde. Öffnen, zerstören.
hätte hier bauen sollen. Ein bisschen gerader vielleicht. Also ich muss eigentlich... Oh, hier Scheiße. Gut. Geschafft. Alles klar. Gut. War Gott sei Dank nur ein kleiner. Und wieder pickepacke voll. Können wir den Zauber dann herstellen? Habe ich jetzt Mist hergestellt? Nee, da hatte ich vorher den Mörser drin, deswegen. Sorry. Acht. Und nochmal die Spitzhacke. Und die Pfeile. Ja, ich muss auch Feierabend machen mit der Aufnahme. Aber jetzt bin ich schon wieder so scheiße müde. Mal gucken, ob ich genug Blumen gesammelt habe. So. Dann wird es halt einen Moment später. Ich tut mir auch leid. Es war ein einfaches Voller. Kräft 1. Ach, 4 Blumen. Das ist nichts. Das ist überhaupt nichts. So, das Feuer. Haus. Noch mal eine Kiste. Eine Kiste herstellen. Dann können wir Dachschrägen herstellen schon. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ach, da kann ich einen Respawn-Punkt mitmachen. Stein fehlt. Nee, Quarzsand. Quarzsand kann ich herstellen. Quarzsand kann ich herstellen und die kann ich farmen. Gut.
Ich muss aber erstmal die Aufnahme stoppen und dann mache ich wieder weiter. Meine lieben Freunde, ich darf mich von euch verabschieden. Ich bin übermäßig glücklich. Ich habe endlich eine kleine Butzelbude. Es geht munter, fröhlich weiter. Ich sage tschüss, macht's gut. Habt viel Spaß mit allem, was ihr tut. Vor allem, wenn ihr Gutes tut. Und ich gehe davon aus, ihr tut nur Gutes. Und gut wäre, Däumchen nach oben, Abo. Und fände ich ganz toll. Macht's gut. Tschüss. Bis demnächst wieder. Ciao.